Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Star Wars The Republic, The Mandalorian. Wir sind auf dem Weg zum Ende unserer Hauptstory und haben in der letzten Folge Corellia befreit als Teil der Planetenstory. Jetzt fehlt nur noch unser persönlicher Abschluss für Darth Tormans Kampagne und wir müssen ihn dazu bei der Großversammlung treffen, was wir nun tun werden. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche und ich hoffe, wir haben jetzt alle ganz viel Spaß, wenn wir in die letzte Folge starten. Also, vielen Dank und los geht's. Bereitet den Kommissar auf die Kapitulation vor. Mein Lord! Euer Erfolg wurde zur Kenntnis genommen. Wann bekomme ich den wahren Preis, Tormen? Bald. Genießt die Früchte eurer Arbeit. Seht zu, wie diese Rebellen das Todesurteil unserer Feinde unterzeichnen. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Geht nicht zu weit weg. Darth Tormen wünscht eure sofortige Anwesenheit. Hier entlang, bitte. Eine große republikanische Flotte ist in das System eingedrungen. Darunter befindet sich auch die Founder, das persönliche Flaggschiff vom obersten Kanzler Janarus. Die Verstärkungstruppen versuchen, sich bei den Grünen Gärten zu sammeln. Ihr wisst, wer sie anführt. Serus wurde entdeckt. Er ist ein herausragender Anführer. Yun Serus will die Grünen Jedi von Coronet City aus der Enklave locken und von einem Angriff überzeugen. Wenn ihre Truppen sich gesammelt haben, wird die Republik eine letzte Offensive versuchen. Bis dahin müsste eure Rache vollendet sein. Ich habe mein eigenes Arbeitstempo. Wenn Serus seinen Angriff ausführt, wird er sterben. Ich werde für euren Rachefeldzug keinen Boden herschenken. Ein Angriff auf Yun Serus in seinem Hauptquartier ist die einzige Möglichkeit sicherzugehen, dass er über wichtige Daten verfügt. Schaltet Serus aus. Leise. Niemand darf von seinem Tod erfahren. Bringt mir seine persönlichen Sachen. Okay. Wir haben endlich denjenigen gefunden, der auf uns dieses Kopfgeld ausgesetzt hat und der uns quasi zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt hat. Zeit, Rache zu nehmen. Das Vergrößerungsglas erstmal wegmachen. Ach, guck mal, das ist genau da, wo unsere Klassenstory war. Unsere Planetenstory, aber ist egal. Wir haben uns ja gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf das Finale der Hauptstory, von daher passt das doch perfekt. Ich dachte, das ist halt da drin, weil normalerweise hat man ja immer nur eine Location gehabt, in der man in jedes Gebiet gehen musste. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir quasi nochmal so ein Briefing kriegen erst und dann nochmal woanders hin müssen. Aber ist ja egal, wie gesagt. Wir haben uns ja jetzt für die letzte Folge das aufgehoben, sonst hätten wir halt in der letzten Folge nicht die ganze Planetenquest geschafft, wenn ich mich jetzt auch noch um die Hauptquest nebenbei gekümmert hätte. Und so haben wir alles schön kompakt bei einem. Ja, ich habe wie gesagt, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Meine war eigentlich ganz in Ordnung. Wieder neue Folgen. Lieblingsserien geguckt und Bad Batch. Und jetzt suchen wir uns einen Weg. Und hier geht's nicht durch, ne? Hier außen rumfahren. Kommen wir hier oben wenigstens entlang? Ja. So, weil sonst wären wir nicht da durchgekommen. Ja, also ich weiß nicht, zum Resümieren, es hat mir einfach Spaß gemacht, das Mando Let's Play. Es war was anderes mal, also ich habe ja sonst immer meinen ersten Charakter, meinen Sith Inquisitor, der war ja komplett selbst designed, da basiert ja auf nichts. Der zweite Charakter, der Schmuggler, Paxton Rawl, der hieß halt einfach nur Paxton Rawl nach einer Figur, die es wirklich in diesem Spiel gibt. Aber deswegen hat er jetzt nicht so viel mit ihm
eigenschaftsmäßig zu tun gehabt. War ja auch nicht so viel bekannt über die Eigenschaften von Paxton Rawl, was ich da hätte aufgreifen können. Aber hier habe ich wirklich so ein bisschen versucht, den Mando, wie wir ihn aus The Mandalorian kennen, zu imitieren. Jetzt nicht die ganze Zeit mit der Baby Yoda-Kapsel, die ich hinter mir herziehe, sondern halt wirklich versucht, Entscheidungen zu treffen, die nicht prinzipiell immer nur "ich will alle töten" sind, sondern halt auch mal ein bisschen versöhnlicher sein können. Und ich glaube, das ist mir gelungen und es hat mir echt Spaß gemacht. Das war jetzt trotzdem, wir haben am 4. Mai 2022 angefangen, jetzt ist Februar, Mitte Februar ist jetzt, also so knapp 9 Monate, 8-9 Monate haben wir auf jeden Fall gebraucht. Das ist in Ordnung, 40 Folgen, ne? Mindestens 40 Wochen. Ich glaube, eine Woche gab es auch mal keine Folge oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, genau, da war ich ja krank irgendwie, genau. Da konnte ich nicht richtig sprechen oder nicht so gut sprechen. Da kam mir dann das Assassin's Creed Valhalla-Zeug, was damals noch gefehlt hat, was ich bei meinem damaligen Capture eben nicht gemacht habe, weil ich nicht da war. Genau. Aber das ist halt die Zeit, die da vergangen ist und es hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt natürlich auch aufs nächste Let's Play. Aber der Mando, der wird schon noch in meinem Gedächtnis bleiben. Den werde ich wahrscheinlich auch noch weiterspielen, privat dann halt einfach irgendwann. Oder vielleicht auch mal im Stream, mal schauen. Heute Morgen, es eilt ja nicht. Also heute Morgen muss ich ihn ja nicht weiterspielen, aber irgendwann werde ich ihn bestimmt nochmal anrühren und dann nochmal, ja, Spaß mit ihm haben. Weil ich finde, die Figur ist cool, die Rüstung ist cool, wir haben uns... Mir gefällt halt das Prinzip, dass man nur eine Rüstung quasi die ganze Zeit anhat, was halt sehr cool ist, weil es so ein bisschen diesen Filmcharakter hat oder diesen Videospielcharakter generell, dass Videospiele oder gerade Serienfiguren ja immer die gleichen Rüstungen anhaben. Jetzt bei The Mandalorian Serie ja auch in gewisser Weise, aber das liegt da jetzt nur eher an dem Kult und so ist es hier halt auch. Beispiel beim Botschafter kann ich ja schon mal sagen, der trägt jetzt nicht in jeder Folge, die wir machen, die gleiche Rüstung. Da geht auch mal ein paar visuellen Veränderungen nach. Das ist dann auch wieder schön, wenn man auch so ein bisschen die Charakterreise im visuellen Stil repräsentieren kann. Ich hätte natürlich hier gerne irgendwie wahrscheinlich das gleiche gemacht wie bei Mando, dass er immer mehr klassische Beskar-Rüstung gibt, aber so detailgetreu oder so kleinteilig ist halt nun mal das Ausrüstungssystem nicht bei dem Spiel, das heißt, das war schon mal nicht möglich. Aber trotzdem, wir haben das gut durchgezogen, wir haben nie unseren Helm abgenommen, nur halt, wenn wir mussten, wenn wir mit Gefährten sprachen oder so, da wird man ja gezwungen, dass der Helm ausgezogen wird. Ich weiß gar nicht, was unsere Brechenfähigkeit überhaupt ist. Eigentlich doch das, oder? Ja. Habe ich wahrscheinlich zu spät gezündet. Ein Eindringling. Geht. Tut, was ihr könnt, um Corellia zu befreien. Das hier ist eine Privatangelegenheit. In diese Sache wollt ihr nicht verwickelt werden. Seid ihr sicher, Yun? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht. Wie ihr wünscht. Möge die Macht mit euch sein. Ihr seid hartnäckig, dickköpfig. Vermutlich macht ihr eure Arbeit deswegen so gut. Aber zu einem hohen Preis. Gibt es etwas, das ein Mandalorianer nicht seinem Stolz opfern würde? Ich bin, was ich tue.
Was ihr tut, ist Leben ruinieren, um Profit daraus zu schlagen. Nichts, was ich getan habe, hat daran etwas geändert. Ihr habt entschieden, Kellyan Jarro zu töten. Genau wie ihr entschieden habt, jeden zu töten, der kam, um Gerechtigkeit über euch walten zu lassen. Ihr hättet euch jederzeit ergeben können. Ihr habt euch für Terror und Mord entschieden. Ich habe der sinnlosen Zerstörung nur einen gerechten Zweck gegeben. Meine Verbündeten töten und uns durch den Dreck ziehen? Wirklich sehr edel von euch. Sie hatten die Wahl, genau wie ihr. Wenn ich mir die Hände schmutzig gemacht habe, indem ich durch euch das wahre Gesicht der Sith enthüllt habe, dann sei es drum. Es wird Zeit, dass ihr für eure Verbrechen bezahlt. Ich werde gerade erst warm, Freundchen. Der große Endkampf. Gegen den, der uns verleumdet hat. Lange haben wir darauf gewartet. Und nun ist es endlich soweit. Wir haben obsiegt. Ich werde es also doch nicht sein. Wessen Stolz hat denn jetzt zur Unheil geführt? Kostet eure Rache nur aus. Das ist kein großer Sieg. Ihr habt mir nichts genommen. Trotz meiner Niederlage habe ich all eure Taten übertroffen. Wenn ich nun sterbe, werde ich eins sein mit der Macht. Ich dachte, die Jedi sollten über allem stehen. Warum musstet ihr etwas Persönliches daraus machen? Wenn ihr glaubt, dass ihr euch von dem Unheil distanzieren könnt, das ihr anrichtet, lügt ihr euch selbst etwas vor. Ihr seid kein Werkzeug ohne Verstand. Ihr tragt selbst die Verantwortung für eure Taten. Früher oder später werden euch diese Taten einholen. Ich hasse das, wenn das immer zu lang braucht, bis es wieder da ist, dass man da nicht mehr... Haben wir jetzt gerade den Eintrag zu Dings bekommen? Keine Ahnung. Tut mir leid. Das war wieder nicht eingeblendet. Ich kann nichts dazu. Jun Zeros wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Jun Zeros diente über 10 Jahre lang als Ritter des Jedi-Ordens und meisterte die Künste der Kriegsführung und des Lichtschwertkampfes, ohne jemals einen Schlag auszuführen, der Schaden bringen sollte. Das änderte sich, als das Sith Imperium zurückkehrte. Jun Zeros erkannte, dass ein Krieg bevorstand und nahm seine Waffe zum ersten Mal als das in die Hand, wofür sie gemacht war. Anders als viele seiner Ordensbrüder scheute er den Krieg nicht. Jun diente den Streitkräften der Republik als General und bildete als Kampfmeister des Ordens Dutzende Jedi aus. Durch sein strategisches Genie und sein mutiges persönliches Einschreiten war er an allen Fronten, die er angeführt hatte, unbesiegt. Als Coruscant geplündert wurde, sprach er sich deutlich gegen den Vertrag aus, der danach geschlossen wurde, ein Vertrag, vor dem er noch jahrelang warnte. Weiß nicht, ob das neu ist. Ich hoff's. Gut, dann gehen wir mal zurück zur Großversammlung und überbringen darf Tormund die frohen Botschaften. Auch wenn das wieder ein kleiner Reiseweg werden wird. Weil wir erst wieder hier raus müssen und hoch und dann, ne, typisches Corellia-Navigationssystem eben. Also ich glaube, jedes Navi würde hier verzweifeln an diesem Planeten. Und nicht nur die, sondern auch ich.
Hier ist ja auch irgendwas. Imperiales Zentralkommando, aber ich weiß nicht, wie man das aktivieren kann, den Schnellreisepunkt. Aber das ist wahrscheinlich das, wo wir die ganze Zeit schon hingehen, oder? Ja, es kann sein, dass es hier drin in dem Komplex das ist. Nur, dass es halt auf der anderen Seite liegt. Hier wird auch irgendwo da auf Tormunds Turm wahrscheinlich, nicht Tormunds, Decimus Turm gewesen sein. Naja. Oh. Jetzt wird's haarig. Wir wurden also reingelegt, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Er hat sie ja weggeschickt. Das sind sogar die, die er weggeschickt hat. Schönes Detail. Dann Autolane, dann die Meisterin der grünen Jedi mit dem komischen Kopfschmuck. Erbärmlich. Ich habe Serus nicht gesehen. Wart ihr erfolgreich? Seht selbst. Nur Jedi können eine so zerbrechliche Person Kampfmeister nennen. Ist Kampfmeister eine Art Titel? Vor unserer Rückkehr hat Jun Serus alle Jedi die Kunst des Konflikts gelehrt. Sein Tod ist ein vernichtender Schlag für den Orden der Jedi. Und ohne Jun Serus an seiner Seite ist der oberste Kanzler ungeschützt. Der Sieg ist nahe. Na los, weiter im Text. Es ist mit dem Bioscan von Jun Serus verschlüsselt. Sobald die Verschlüsselung geknackt ist, werden wir den wahren Wert der Daten kennen. Ich habe langsam genug vom Rumsitzen. Ihr könnt gehen. Meine Untergebenen werden die relevanten Daten an euer Schiff übertragen, wenn sie ausgewertet sind. Bis dahin, macht, was ihr wollt. Okay. Dann sind wir hier fertig auf Corellia quasi und müssen erstmal wieder auf unser Schiff. Und ich habe gerade ein Kloß im Hals. Wollen wir mal schauen, was die relevanten Daten sagen. Mein Gott, warum ist denn heute so schlimm? Gut, bevor wir das machen, können wir aber erst nochmal unsere Gefährten ein bisschen auffrischen. Unser Volk hat eine Redensart. Alit Orishia Taldin. Sagt euch das was? Familie geht über das Blut hinaus. Ich bin froh, dass ihr nach Taris gekommen seid. Ein Glück, dass du dich entschieden hast, mir zu folgen. Glück hatte damit nichts zu tun. Ich erkenne eine gute Sache, wenn ich sie sehe. Ich werde euch Rückendeckung geben. Egal, was passiert. Ich habe Kontakt mit einigen meiner Cousins aufgenommen. Es ist seltsam, aber ein Anfang. Du hast das Zeug zu einem starken Anführer. Der alte Herr hat mir also doch etwas hinterlassen. Ich muss noch viel lernen, ehe ich einen eigenen Clan führen kann. An der Seite des auserwählten Mandalors zu kämpfen, kann nicht schaden. Okay. Bliss will auch nochmal mit uns reden. Sieht aus, als könntest du die ganze Geschichte endlich hinter dir lassen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe von Hylo gehört. Sie will mich zurücknehmen, wenn ich bereit bin, ihr zu zeigen, dass sie mir mehr bedeutet, als ich mir selbst. Hat die Nachricht beglaubigt verschickt, Credits bei Annahme. Allein sie anzunehmen, hat mich ein Vermögen gekostet. Ich hoffe, ihr bekommt sie zurück.
Die Frau gefällt mir. Sie ist einzigartig. Nur schade, dass ich das jetzt erst erkenne. Ich fühle mich wieder in Topform. Nicht, dass ich mich verdrückt hätte. Ich bin einfach erleichtert. Ich bin euch etwas schuldig, ich weiß. Deshalb habe ich es euch gesagt. Aber macht keine große Sache daraus. Niemals. Eins muss ich euch lassen. Ihr habt mich wirklich überrascht. Ihr seid nicht gerade das, was ich einen gewöhnlichen Verbrecherkollegen nenne. Aber wir haben uns wirklich zu einem tollen Team entwickelt. Heißt das etwa, dass ich euch nicht mehr loswerde? Ich fürchte ja. Ihr und ich, wir werden ein Verbrecherimperium aufbauen. Oder zumindest ein verdammt großes Vermögen anhäufen. Sogar eure Enkelkinder werden damit überfordert sein, alles auszugeben. Ich sag's euch, die Grenze ist der wilde Raum. Okay, es klang auch relativ final. Schauen wir mal, ob es hier oben noch zu besprechen gibt. Ja, natürlich nochmal unser aller Lieblingsgefährte. Ich steige hier aus. Kapiert? Ja, bitte. Genau das wollte ich schon lange hören. Witzbold. Ich hab endlich diesen schleimigen Hutten gefunden. Der hat mich vor Jahren verschaukelt und lebt jetzt wie die Made im Speck. Aber jetzt kriegt er sein Fett. Wenn sie dich erwischen, musst du dich allein daraus hauen. Ha! Von Schwächlingen wie euch brauche ich keine Hilfe. Versucht am Leben zu bleiben. Ich brauche was zu tun, wenn ich wiederkomme. Du bist wieder da. Na klar. So ein Haufen Huttenpenner kann mich nicht aufhalten. Ich wäre schon früher zurück gewesen. Aber der Schleimer und ich hatten einiges zu besprechen. Darf ich annehmen, dass du jetzt zufrieden bist? Den Hutten müssen sie jetzt von der Wand abkratzen. Schön, wenn du deinen Spaß hast. So, Darbin Sul vom Schreibtisch des Premierministers. Oh, seid gegrüßt. Jetzt, wo ich die Verantwortung habe, laufen die Dinge hier auf Korea sehr gut. Ich kann euch versichern, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt. Natürlich gibt es noch immer einige verstreute Elemente, die darauf bestehen, Gewalt anzuwenden, aber ich bin sicher, dass sie früh genug aufgeben werden. Ich habe ein kleines Geschenk beigefügt. Niemand soll sagen, der Premierminister Sul sich nicht für seine Unterstützer einsetzt. Mit den besten Wünschen, Darbin Sul, Premierminister von Korea. Hey, ich habe mich im Holonetz umgeschaut und die Zeit vergessen. Wo sind denn alle? Es ist so ruhig. Ich dachte für einen Moment, ich wäre auf dem falschen Schiff. Das klingt perfekt, oder? Da könntet ihr recht haben. Na los, gebt es zu. Ihr habt sie aus der Luftschleuse befördert. Das ist okay. Ich werde nicht darüber urteilen. Zumindest nicht dieses Mal. Wisst ihr was? Ihr seid in Ordnung. Das habe ich versucht, dir klarzumachen. Ein bisschen egoistisch, aber okay. Als Brayden das erste Mal von euch sprach, wusste ich nicht, was ich zu erwarten hatte. Aber was auch immer es war, ihr seid besser. Was ich sagen will, ihr seid großartig. Und wenn ihr euch im gleichen Sektor verlaufen hättet, würde ich euch auf jeden Fall den Weg zeigen. Und wenn jemand ein Kopfgeld auf dich aussetzt, würde ich ihn erschießen. Ihr würdet es nicht zuerst kassieren? Das ist wirklich süß von euch. Egal, ihr versteht, was ich meine. Gehen wir zurück an die Arbeit. Okay, haben unsere ganzen Gefährten so glücklich gemacht, ist doch toll. Dann können wir jetzt unser Holoterminal am Schiff benutzen. Die Jedi sind am Ende. Die Streitkräfte der Republik zerschlagen. Wir müssen jetzt handeln. Verlasst Corellia. Begebt euch zur Founder, dem Flaggschiff des obersten Kanzlers. Sofort! Ihr habt die Landungscodes der Founder. Also hat die Flotte der Republik kaum einen Grund, auf euch zu feuern. Irgendwie beruhigt mich das nicht sonderlich. Wir werden den Ausgang dieser Operation nicht allein von den Landungscodes abhängig machen. Captain Horn hat ein Notrufsignal mit einer republikanischen Verschlüsselung vorbereitet. Unsere Schiffe werden euch verfolgen, wenn ihr den Raumhafen verlasst. Die Republik wird euch an Bord lassen. Denn sonst müssten sie riskieren, dass ihre eigenen Leute sterben. Wir geben ihnen nicht genug Zeit, um Verdacht zu schöpfen. Sagt ihr euren Piloten, dass ich auf ihrer Seite bin? Sie bekommen den Befehl, euch um jeden Preis aufzuhalten. Ich erwarte von euch, dass ihr damit fertig werdet.
Ihr werdet die Founder erreichen, egal wie. Wenn ihr an Bord seid, müsst ihr zuerst alle Schiffe in den Hangars zerstören, damit der oberste Kanzler auf keinen Fall fliehen kann. Verraten Seros Daten, was dort alles andockt? Überlasst nichts dem Zufall. Zerstört alles, was euch flugfähig erscheint. Wenn ihr den Fluchtweg zerstört habt, steht nur noch die oberste Garde zwischen euch und eurer Beute. Wie soll ich denn der Flotte entkommen, wenn mein Auftrag erledigt ist? Wenn ihr uns euren Erfolg meldet, führt die Tyran einen Angriff an, der euch Deckung gibt. Das Schicksal des obersten Kanzlers ist besiegelt. Die Founder. Die Pflichten eines obersten Kanzlers sind nicht nur auf das Zentrum der Galaktischen Republik beschränkt und die große Bedeutung dieses Amtes erfordert, dass der Kanzler jederzeit zu einer Reise aufbrechen kann. Aus diesem Grund steht ständig ein Schiff exklusiv für den obersten Kanzler bereit, sowas wie die Air Force One. Im Moment ist dieses Schiff die Founder. Im Gegensatz zu vielen ihrer Vorgänger wurde die Founder für ein Zeitalter des Krieges und der Unruhen gebaut und hat trotz ihrer diplomatischen Zwecke die Merkmale des erstklassigen Kampfschiffs. Die Konstrukteure wollten sichergehen, dass sie nicht das Schicksal ihres Vorgängers teilt, ein wunderschöner, luxuriöser und mächtiger Kreuzer, der während der Plünderung von Coruscant zerstört wurde. Dann wollen wir uns mal aufmachen zu unserem Finale. Da ist die Founder. Die Chain Founder. Gott, fühl mich schlecht. Schönen alten Angriffs. Vor allem die Verfolgungsjagd ist sehr überzeugend, die da inszeniert wurde. Also ist echt toll gemacht. Das wurde echt gut umgesetzt als Zwischensequenz und so. Ihr merkt welche Ironie. Oberste Garde. Die oberste Garde. Wow. Darf ich jetzt? Ja. Die oberste Garde rekrutiert ihre Mitglieder aus den am besten ausgebildeten und pflichtbewussten Mitgliedern der republikanischen Streitkräfte, die nur einem einzigen Zweck dienen, das Leben des obersten Kanzlers zu schützen. Ihr offizieller Titel mag grandios klingen, aber die meisten Mitglieder der obersten Garde arbeiten ganz unauffällig, um den Tagesablauf des Kanzlers nicht zu stören. Und dennoch sind sie immer wachsam und ein Trupp gut bewaffneter und gepanzerter Soldaten findet sich nie mehr als einen Raum entfernt vom Oberhaupt der Galaktischen Republik. Wer der obersten Garde beitreten möchte, wird rigoros auf alle möglichen Fähigkeiten geprüft, aber die Eignung allein reicht nicht aus, um aufgenommen zu werden. Bevor ein Kandidat überhaupt in Betracht kommt, muss er bewiesen haben, dass er bereit ist, sein Leben für das eines anderen zu geben. Jedes Mitglied der obersten Garde hat seine eigene Geschichte der Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit im Dienst oder anderswo und für viele von ihnen ist diese Geschichte sehr bezeichnend. Also die mussten also quasi schon mal jemanden sich für jemanden opfern oder jemand musste sich für sie opfern und am besten machen sie das jetzt einfach nochmal. Also, wow. Ich hab die Eingangsnummer gesucht. Ach, jetzt kommt erst diese epische Verfolgungsjagd. Ich verstehe. Mal wieder freundlich begrüßt hier. Ah.
So, wir müssen Schiffe zerstören, damit der Kanzler nicht fliegen kann. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, dass es so lange inszeniert ist, aber ist cool. So, und das Schiff in der Mitte dann scheinbar auch noch. Ich habe keine Angst. So, wir müssen jetzt da drüben rein, okay. Wow. Ich nehme die mal noch mit hier. Wir werden wahrscheinlich oben lang müssen, ne? Ja, sieht so aus. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann wieder unten. Ach, hier geht's... Wow. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, hier geht's ja nicht nach links, hier geht's ja nur geradeaus. Na gut. Sabotiere die Rettungskapseln. Die sind da unten erst, okay. Könnt ihr nicht quasi überall sein, wenn sie erst vorgestorben sind. Jetzt wird's haarig.
Marco macht heute ein paar sehr wichtige Abschüsse. Wow. So, wahrscheinlich ist das hier dann der Weg zum Kanzler. Sieht aus wie hier das so ein Vorbüro und so. Wahrscheinlich ist aber hier links sind natürlich die Rettungskapseln. Ich bin nicht nur zur Zierde da. Aber ich finde es schade, dass wir noch keine von der Garde gesehen haben, von dieser sagenumwobenen. Müssten wir da auch langsam mal kommen, oder? Ein Dach. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Hätten wir noch gar nicht machen dürfen, oder? Das kommt ja erst nach den Rettungskapseln. Mal schauen. Finde den Kanzler. Können wir jetzt hier durch? Nein, natürlich nicht. Ah, jetzt sind sie da. Von der obersten Garde. Oh ja, sogar ein Helm gedroppt, der besser ist als den, den wir gerade aufhaben. Beeindruckend. So viele Leute wollen ihr Leben für mich geben. Es hätte niemals dazu kommen dürfen. Es gibt da etwas, das ich euch sagen möchte, ehe ihr das tut, weswegen ihr gekommen seid. Ich bekomme nicht jeden Tag die Chance, mit dem Anführer der Freien Galaxis zu plaudern. Ich würde euch einen Stuhl anbieten, aber ich mache mir lieber nichts vor. Ich habe die Berichte im Zusammenhang mit eurer geplanten Festnahme gelesen. Sie waren grässlich. Ein gewaltiger Machtmissbrauch. Ich dulde euer Handeln nicht, aber ich kann es verstehen. Ihr habt eure Arbeit getan. Yun hat daraus etwas Persönliches gemacht. Ich soll euch glauben, dass ihr nichts damit zu tun hattet? Ich habe gesehen, wie ihr mich verurteilt habt, live im Holonetz. Ich habe die Operation genehmigt, euch der Gerechtigkeit zuzuführen. Aber was Yun getan hat, ging über seine Befugnisse hinaus. Ich habe die wahren Details über eure und Yuns Taten bereits für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Konsequenzen werden verheerend sein. Ganz gleich, wie unser Treffen endet. Ich werde des Amtes enthoben werden. Es war sicher nicht einfach für euch, die Wahrheit offenzulegen, obwohl euch das eure Karriere kostet. Yun hatte kein Recht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Genauso wenig wie ich. Das Volk muss seinen Anführern glauben können. Die falschen Anschuldigungen werden verschwinden, sobald einmal die Lügen ausgesiebt sind. Auch dann habt ihr keine reine Weste. Aber das wäre auch nicht gerecht. Ich bin bereit, einen Schritt weiter zu gehen, wenn ihr bereit seid, mit mir zusammenzuarbeiten. Gebt mir einen Grund, euch auch nur ein Wort zu glauben. Ich habe die Berichte hier. Seht sie euch an. Behaltet sie, was immer euer Misstrauen zerstreut. Mein Angebot ist Immunität für vergangene Verbrechen, die echten.
wenn ihr bereit seid, mir zu zeigen, dass ihr euch nicht vollständig dem Imperium verschrieben habt. Yun glaubte, ihr würdet mit einem Sith namens Tormund zusammenarbeiten. Stimmt das? Wir haben eine Zweckgemeinschaft, nichts weiter. Eine Gemeinschaft, die ihr beenden solltet. Tormund ist ein Monster. Seine Truppen haben Corellianer abgeschlachtet. Auf Raba'an hat er großflächig Wohnhäuser, Geschäftsgebäude und Krankenhäuser dem Erdboden gleichgemacht. So ein Mann darf nicht noch mehr Macht bekommen. Sorgen wir dafür, solange wir es noch können. Naja, wir hatten nicht gerade die Wahl, ob wir mit Tormund arbeiten wollen oder nicht. Das könnte unser Ausweg sein. Unser Ausweg ist es, den Job zu beenden. Ich habe dieser Jagd zugestimmt. Ich halte mein Wort. Was? Entscheidungen. Aber ich hatte schon recht. So viele Leute. Ich meine, einerseits, ich müsste natürlich eigentlich das nehmen, deswegen habe ich das jetzt auch direkt genommen. Weil ich Mandalorianer bin, ich halte meine Absprachen ein und betrüge jetzt nicht nachträglich Leute. Aber wir hatten halt keine Wahl, da hat Marco auch recht. Und das auf keinen Fall. Nee, ich halte meine Abmachung trotzdem. Jetzt nachträglich kommt die Republik angeschissen und möchte sich bei mir revanchieren. Ich meine, ich bin zwar nicht böse, aber ich bin auch nicht blind gut. Die sind immer noch dafür verantwortlich, dass ich durch die ganze Galaxis gejagt wurde und dass meine Freunde gestorben sind. Also selbst wenn der Kanzler jetzt so tut, das wüsste er überhaupt nichts davon. Und jetzt schnell alles öffentlich macht, damit er ja nicht stirbt. Heißt es noch lange nicht, dass das stimmt. Nee, ich bleib dabei. Bin Mandalorianer, ich halte mich an meine Abmachung. Das ist das, was Ehre ausmacht. Das habe ich ja gerade noch gegenüber Yun Zeros gesagt. Ehre ist das Wichtigste und es ist nun mal ehrenhaft, dass man eine Absprache einhält, die man eingegangen ist. Und Tormund hat uns ja immerhin geholfen, Rache zu üben für das, was passiert ist. Und nur weil wir jetzt neue Informationen haben, heißt es nicht, dass wir deswegen alles über Bord werfen müssen, auch wenn wir vielleicht nicht mit Tormund übereinstimmen. Unser Ausweg ist es, den Job zu beenden. Ich habe dieser Jagd zugestimmt. Ich halte mein Wort. Außerdem haben wir nicht getötet, den Kanzler. Hoffentlich war das unser letzter Job für Darth Grusel. Ich habe den obersten Kanzler in Gewahrsam. Gut. Kommt zur Tyrant. Die Flotte wird eure Flucht sichern. Aber ich habe die Rettungskapsel doch sabotiert. Hoffentlich funktionieren die jetzt. Das ist ja der eine Name. Larod ist der Verteidigungschef. Interessant. Naja, aber die haben scheinbar kein Problem damit, wenn ich einfach vorbeilaufe mit dem Kanzler in Gewahrsam. Wow. Kann aber auch schnell in die Hose gehen, oder? Wenn ich den Kanzler einfach so durch die Luftschleuse schubs. Ich
Die Schlacht tobt noch da draußen. Ihr bringt den Kanzler lebend her. Spricht das nun für eure Professionalität oder seid ihr bloß zimperlich? Das Ergebnis ist jedenfalls dasselbe. Heute haben wir die Galaxis bis auf den Kern erschüttert. Alle werden unseren Namen kennen und bei ihrem Klang erzittern. Genießt es. Es wird noch weitere Siege geben, aber keiner wird je so köstlich sein. Meine Aufträge sind mir nicht mehr wert als das, was ihr dafür zahlt. Wir sollten jetzt abrechnen. Ihr seid wertvoll für mich. Besonders wertvoll sogar. Wenn ich meinen Platz im Rat der Sith einnehme, werde ich eure Talente gut brauchen können. Jun Seros und den obersten Kanzler zu töten, war für mich eine Ehrensache. Von jetzt an könnt ihr eure Drecksarbeit selber machen. Ich bin mein eigener Herr, Tormen. Diese Worte könntet ihr noch bereuen, Mandalorianer. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte meine Mission zu Ende bringen, ich wollte meiner Vereinbarung loyal oder treu bleiben, aber ich wollte am Ende halt nicht quasi zum Laufburschen von Tormen werden, der dann immer seine Drecksarbeit erledigt. Und das haben wir eigentlich sehr gut genauso mit den Entscheidungen erreicht, die wir jetzt gerade getroffen haben. Ich bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Der Kanzler ist uns auch scheißegal, das muss man ganz ehrlich sagen. Was sollen wir da jetzt plötzlich zu zimperlich werden? Der Kanzler ist uns egal, das Imperium ist uns egal, die Republik ist uns egal. Es geht um unsere Crew und um uns. Und das haben wir erreicht. So. Habt ihr in letzter Zeit von Mandalore gehört? Ich weiß, er lässt euch euren eigenen Weg gehen, aber trotzdem seid ihr von seinem Blut. Ich würde ihn gerne treffen. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Danke. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr was hört. Dann gehen wir nochmal ein paar die letzten Gefährtengespräche durch. Klingt irgendwie nach Ärger. Das Leid hilft einem oft dabei, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Oh, das ist schön. Das klang jetzt aber recht. Das klang jetzt aber wirklich final. So, dann noch ein letztes Mal Skarch und dann eben nochmal Marco. So muss man's machen. Wir tun, was wir wollen, wann wir wollen. Und keiner schreibt uns was vor. Bin irgendwie froh, dass ich euch noch nicht getötet hab. Du solltest lieber froh sein, dass du es nicht versucht hast. Ich komm schon noch dazu. Ich glaub, jetzt, wo ich mich in der Galaxis austoben kann, gehe ich nicht zum organisierten Verbrechen zurück. Aber ich hab trotzdem Einfluss. Solange ich bei euch bin, gehört ihr zur schwarzen Sonne. Ich trete deiner Bande nicht bei, Skatch. Das war kein Angebot, sondern eine Feststellung. Ich meine ja nur, wenn ihr und eure Leute was braucht, ist die schwarze Sonne für euch da. Jetzt hört auf zu meckern, bevor ich meine Meinung ändere. Es ist seltsam. Dass ich euch nicht schon ewig kenne, scheint mir einfach nicht möglich. Es ist für mich schwierig geworden, mich an ein Leben vor euch zu erinnern. Muss schlimm gewesen sein. Denkt besser nicht darüber nach. Ja, ziemlich traumatisch, all diese Jahre, die ich ohne euer Ego verbringen musste. Ich liebe euch, wisst ihr? Das habt ihr wahrscheinlich schon vermutet. Soll ich es auch sagen? Nur für dich. Ich liebe dich.
Mann, ich wünschte, ich hätte eine Holoaufnahme davon gemacht. Wir müssen bald wieder an die Arbeit. Nein, das meine ich doch nicht. Es wollte jetzt auch mal wieder ein bisschen egoistisch cocky klingen. Mein Gott. Manchmal ist es echt immer schwierig. Soll ich? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern würdest du heiraten? Nur eine Skala von 1 bis 10? Das reicht nicht annähernd aus. Die müsste mindestens bis 50 gehen. Oh, Hochzeit. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen beim Mandalorian Let's Play. Was jetzt noch kommt, ist Ilum und das, wie gesagt, ist nicht mehr wirklich Story. Haben wir auch schon ein paar Mal gespielt, sowohl mit dem Inqui als auch mit dem Schmuggler. So viel Neues ist da nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es hat echt Spaß gemacht, das Let's Play. Wir haben viel erlebt. Wir haben jetzt den Kanzler sicherstellen können, haben trotzdem unsere Vereinbarung gehalten, haben uns aber auch nicht zum Diener des Sith degradieren lassen. Das heißt eigentlich das perfekte Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche beim Botschafter wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Haut rein, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.